Guten Morgen, liebe Freunde, liebe Bekannte. Heute möchte ich euch davon erzählen, wie ich überhaupt zu diesen Einstellungen gekommen bin, die ihr hier so in meinem Konzept wiederfindet. Als Bub war ich eher ein bisschen anders als die anderen. Ich hatte nicht so viel Kontakt mit Gleichaltrigen, aber ich fuhr schon früh immer mit dem Fahrrad in den Wald. Die Natur war für mich eine große Anziehungskraft und ich lernte immer mehr die Natur kennen, die Tiere, die Pflanzen zu beobachten. Und ich war fasziniert von der Fülle dieser Formen, von der Fülle der Farben und auch wie das alles so aufeinander abgestimmt war. Wie die einzelnen Lebewesen aufeinander abgestimmt waren und so gemeinsam existieren konnten. Und das hat mich ganz tief berührt und bewegt. Später habe ich dann die Erfahrung gemacht, bin ich immer im Bergwald gewesen und gibt es ja diese großen Bäume, die über Jahrhunderte dem Wind, dem Regen, dem Sturm, dem Schnee standgehalten haben. Und manche von diesen Bäumen, denen sieht man das an, diesen Kampf, den sie ausgestanden haben. Sie sind zwar stehen geblieben, sie sind standhaft geblieben, aber ihre Form hat sich verändert, hat sich ein Stück angepasst an diesem Sturm, der sie im Winter immer wieder geschüttelt hat. Und da ist irgendwie in mir so ein Gefühl entstanden, dass ich verwandt bin mit diesen Bäumen, dass ich Es hat in mir etwas ausgelöst, etwas angeregt, eine tiefere Seite in mir vielleicht, wo ich dann so das Gefühl hatte, ja, ich bin eigentlich auch wie diese Bäume, 100 Jahre alt, vielleicht sogar 1000 Jahre alt. Und das gab mir so ein sehr besonderes Gefühl, fast ein religiöses Gefühl. Und das hat mich eigentlich seitdem begleitet dieses Gefühl und beziehungsweise ich, um das Gefühl wieder zu haben, bin ich immer wieder auch in den Wald gegangen, oft auch so im Urlaub, dass ich ganz früh morgens in die Natur hinaus bin, wenn alle, die Menschen noch alle in Betten lagen. Da habe ich das gesucht, diese Erfahrung. Und da habe ich auch einiges lernen können. Ich erinnere mich, wie ich einmal auch wieder in einem Bergwald gesehen habe, wie auf einem Riesenfindling ein kleines Fichtenstämmchen stand. Und da ist mir so bewusst geworden, dieses Fichtenstämmchen, das beklagte nicht sein Schicksal. Denn es hatte natürlich nie die Chance, so groß und stark zu werden wie die anderen Stämme in der Umgebung. Und diese anderen Fichtenstämme um es herum, hatten jetzt kein Mitleid oder keine Schuldgefühle, sondern alles war in Ordnung, so wie es war. Und diese Einsicht gab mir so eine tiefe Befreiung, weil wir ja aus unseren Beziehungen, oder speziell auch ich in meinen Beziehungen, ich war ja auch eher sehr angepasst und hatte natürlich auch mein Symbiosemuster, weil wir da meistens uns gleich verantwortlich fühlen und schuldig fühlen, wenn es jemandem nicht so gut geht und dann glauben, eingreifen zu müssen, auch ungefragt. Und das ist ja ein Teil der Probleme, die uns dann jeden Tag beschäftigen. Und ich erkannte, dass dieser Teil in mir, der sich so verbunden fühlt,
mit der Natur, das ist wie so ein innerer Kompass, an dem ich lernte, mich immer mehr zu orientieren. Und später habe ich es ja bezeichnet als das Selbst. Das steht schon in der Tradition, auch der humanistischen Psychologie, aber auch in der Tradition der spirituellen Lehrer des Ostens. Und das wurde ja dann zum Prinzip meiner Arbeit, zu erkennen, dass zwar jeder Mensch so ein Selbst hat, aber dass er eben häufig gar nicht damit verbunden ist. Diese Erfahrung dieser eigenen Würde oder dieses eigenen Wertes war dann auch verbunden damit, dass ich die Natur, als deren Teil ich mich ja da erlebte, dass ich die ganz anders achten konnte und dass ich auch andere Menschen ganz anders achten konnte, die ja auch so einen Wesenskern in sich hatten. Das, was C.G. Jung ja bezeichnet als den göttlichen Funken in uns. Und das ist vielleicht die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass in unserer Kultur ja ein ganz anderes Bild besteht. Wir glauben ja, also die kirchliche Tradition, kirchliche Doktrin, die lehrt uns ja, dass es eben einen allmächtigen Vatergott gibt, der Schöpfer ist der Erde und der Menschen. Und dieses Bild ist so ganz anders als das, was ich in der Natur erlebt habe. Dieser kirchlichen Doktrin gehört ja dann auch diese Schöpfungsgeschichte. Da gab es einmal diese etwas bizarre Situation, dass es den Menschen verboten war, von dem Baum zu essen, mit dem also dass er nicht erkennen konnte, was gut und böse ist. Oder auch die Aufforderung, macht euch die Erde untertan. Und aus meiner heutigen Sicht empfinde ich alle diese Aspekte als höchst problematisch. Ich denke, jemand hat das mal sehr schön formuliert, auf den Punkt gebracht. Die Menschheit ist eine sehr verwirrte Spezies. Sie glaubt an einen Gott, natürlich einen männlichen Gott, der die Erde erschaffen hat, der allmächtig ist. Und gleichzeitig zerstört diese Menschheit die Erde, die sie eigentlich trägt und nährt und jeden Tag mit Nahrung versorgt. Und denke, dieser Satz ist sehr, für mich sehr treffend. Und das habe ich dann auch weiter verfolgt, diese Idee. Und ich kam dann zu der Einsicht, dass dieser Schöpfergott, dass das eigentlich ein Konstrukt ist. Und das ist ein Konstrukt dieser ersten Menschengruppen, die es gelernt haben, Macht zu entwickeln. Möglicherweise dadurch, dass sie mehr Besitz hatten als andere. Und die dann das Recht des Mächtigen für sich in Anspruch nahmen. Und sie hatten auch die Macht, dieses Recht anerkennen zu lassen, zu legalisieren. Und dafür war aber diese Vorstellung von diesem allmächtigen Gottvater sehr hilfreich. Ihr wisst vielleicht, dass manche Könige sich ja bezeichneten als von Gottes Gnaden. Und ihr wisst sicher auch, dass über Jahrhunderte lang das Land nur den Herren gehören durfte, dem Adel und dem Klerus, und dass diejenigen, die das Land bewirtschaften, das waren die Leibeigenen, die keine Rechte hatten. So konnten sie auch kein Bewusstsein bekommen von einem wahren Selbst. Im Gegenteil, sie waren darauf angewiesen, dass die Priester ihnen ich muss noch weiter ausholen. Zu dieser kirchlichen Doktrin gehört ja auch die Vorstellung, dass der Mensch von Geburt an sündig ist, dass er also der Lösung bedarf.
Und die Kirche hatte allein das Monopol für diese Erlösungselemente. So wurden die Menschen abhängig von der Kirche und von den Priestern und verloren das Vertrauen und das Wissen darum, dass sie selber in sich diesen Kompass haben, dieses wahre Selbst. Und diese Verwirrung, wie ich das bezeichnen möchte, das prägt eigentlich unsere ganze Geschichte. Das war die Ursache auch für den Machtmissbrauch, den wir immer wieder erleben, damals in der Kolonialisierung. Da wurden anderen Menschengruppen, die noch im Einklang lebten mit der Natur, die so ihre eigenen Vorstellungen hatten von einer Naturreligion, die wurden bekämpft, wurden unterworfen unter dem Vorwand, man wollte ihnen den wahren Glauben bringen. Und dadurch wurden sie ihren eigenen Vorstellungen, ihren eigenen Wurzeln entfremdet. Und die ganzen Folgen, die sehen wir ja jetzt in diesen globalen Krisen. Und ich verstehe eigentlich als tiefe Ursache dieser Verwirrung, verstehe ich diesen Machtmissbrauch. Und es ist ja auch charakteristisch, dass die Mächtigen, um ihre Macht zu rechtfertigen, dass sie sich eben früher auf diesen allmächtigen Gott berufen haben. Heute gibt es manche, die denken, sie dürften sich auf die Natur berufen, so auf dieses Recht des Stärkeren oder auf the survival of the fittest. Das ist ein Satz, den Ein Satz, den Darwin geprägt hat, aber er meinte damit nicht einzelne Individuen, die aufgrund ihrer persönlichen Macht überleben, sondern er meinte ganze Spezies, die so optimal an die jeweils wechselnde Umgebung angepasst waren, dass sie in dieser jeweiligen Umgebung überleben konnten. Das war eigentlich gemeint mit diesem Survival of the Fittest. Es gibt tatsächlich in der Natur ebenfalls das Phänomen, dass es Einzelindividuen gibt, die mehr Macht haben als andere. Zum Beispiel eine Leitkuh oder ein anderes Leittier. Geht es aber darum, dass dieses Tier aufgrund seines Alters, aufgrund seiner Erfahrung von der ganzen Herde akzeptiert wird als Leittier, im Vertrauen darauf, dass es aufgrund seiner Erfahrungen die besseren Weideplätze kennt und auch die Gefahren kennt, sodass dann letztlich das Überleben der ganzen Gruppe dadurch ermöglicht wurde. Immer da, wo wir so persönliche Macht sehen im Tierreich, ist es so, dass das dem Allgemeinwohl dient. Es dient der Gruppe. Dieses Phänomen, dass die Macht benutzt wird von Einzelnen, um die eigene Macht zu vergrößern auf Kosten der anderen, das scheint tatsächlich ein Phänomen zu sein, was typisch menschlich ist und was wir so in der Natur gar nicht finden. Es gibt ein einziges Beispiel für dieses Phänomen, für dieses schmarotzerhafte Verhalten, wie man das nennen könnte. Und zwar ist es ein Krebsgeschwulst. Es ist interessant, sich zu vergegenwärtigen, was da eigentlich passiert. Unser Körper besteht ja aus vielen Zellen, die ganz unterschiedliche Funktionen haben. Und auch da, wie in der ganzen Natur, ist das Zusammenspielen dieser einzelnen Funktionen wunderbar ausgeglichen und ausgeformt. Und das ist etwas, was wir immer wieder nur mit Erstaunen feststellen und erkennen können. Nun gibt es aber da einzelne Zellen, die sozusagen ausscheren aus diesem gemeinsamen Verband, die nicht mehr ihre bisherige Funktion ausüben, sondern sie entdifferenzieren, wie das
der Fachjargon bedeutet, bezeichnet. Das heißt, sie nehmen so eine ursprüngliche Form an und sie haben dann auch gar keine Funktion mehr für den Gesamtorganismus. Sie teilen sich ungesteuert immer mehr, auch ohne Rücksicht auf den Gesamtorganismus. Dadurch verdrängen sie die Nachbarorgane, zerstören die Nachbarorgane, sie reißen die ganzen Ressourcen an sich. Und am Schluss stirbt der ganze Organismus an dieser Krebsgeschwulst. Das heißt, dass diese Krebsgeschwulst am Schluss auch selber zugrunde geht, weil der Gesamtorganismus stirbt. Und das menschliche Verhalten, was wir so immer deutlicher wahrnehmen, diese Tendenz, sich auf Kosten von anderen zu bereichern, kostet es die Umwelt, kostet es auch das Leid der anderen, die Unterdrückung, Verhungern der anderen. Das ist etwas, was wir tatsächlich ja über die Jahrhunderte erlebt haben in den Kriegen, und das auch anderswo in der Wirtschaft, die Tendenz dieser Wirtschaftsimperialismus, der versucht nur den eigenen Profit zu steigern, ohne Rücksicht auf die Umwelt, ohne Rücksicht auf soziale Gerechtigkeit. Und das ist dieses Prinzip, was uns jetzt in die Situation gebracht hat, in der wir uns befinden. Und es scheint so zu sein, dass diese unterschiedlichen Katastrophen, die unterschiedlichen Krisen, die Klimakrise, die Wirtschaftskrise, die Umweltkrise, die Krise auch der Vielfalt, dass die Vielfalt der Tiere und Pflanzen verloren geht. Das sind Krisen, die sich gegenseitig beschleunigen in ihrer Entwicklung und die sehr bedrohlich sind für unser Überleben. Wir alle spüren schon die Folgen von diesen Krisen, sogar bei uns. Vor allem in anderen Ländern hat man es schon länger gespürt, aber auch wir spüren jetzt, dass die Inflation, das Geld teurer wird. Manche, denen tut es noch nicht weh, aber es gibt eben manche, die schon bisher an der Armutsgrenze lebten, die jetzt in die Armut kommen, die in die Not kommen. Und das ist ein großes Unglück. Und es könnte sein, dass diese Entwicklung noch weiter zunimmt. Und da denke ich, so aus meiner Sicht gäbe es da schon einiges, was ich den Betroffenen, was ich euch da als Ratschlag mitgeben würde. Das erste ist ganz einfach, dass ihr euch bewusst werdet der Tatsache, dass die Natur uns alle hervorgebracht hat, dass wir Teil sind dieser Natur. Und wir erleben ja immer wieder, wie die Natur uns beschenkt mit ihrer Schönheit, aber auch mit der Nahrung, mit den Wundern, die sie so immer wieder hervorbringt. Und wenn wir wieder lernen, uns darüber zu freuen, uns davon berühren zu lassen, dann nährt uns auch diese Erfahrung. Es ist so wie ein Glück, das wir dadurch erleben. Und das nährt uns und gibt uns auch Kraft, um den Herausforderungen besser standhalten zu können. Und dann scheint es mir zweitens wichtig, dass wir diese Liebe oder dieses Glück, was wir erleben, dass wir das auch teilen mit anderen, dass wir das weitergeben. Wir können auch Menschen geben, können sich ja untereinander auch Liebe geben. Diese Liebe, die von Herzen kommt, die bedingungslos ist. Und wenn wir unser Herz auch wieder öffnen für diese bedingungslose Liebe, wenn wir das an uns heranlassen, uns berühren lassen und dann diese Liebe auch weitergeben können, dann verändert es unsere Beziehung. Und dann geht es weiter darum, dass wir dieses Problem, dieses Trauma, dieses Urtrauma, diesen Machtmissbrauch, dass wir das genauer erkennen, dieses schmarotzerhafte Verhalten, dass wir es uns so angewöhnt haben und das uns in dieses Unglück gebracht hat. Und dass wir auch an uns selber dieses Verhalten erkennen, dass es einmal
eine Tendenz, andere auszunutzen. Es ist aber auch umgekehrt die Tendenz, sich anzubieten dafür, dass man selber emotional oder anderweitig benutzt wird. Das klingt vielleicht zunächst mal bizarr, aber wenn ihr euch darüber, wenn ihr darüber nachdenkt, dann werdet ihr das erkennen. Ich weiß noch aus meiner Zeit als Psychiater, da gab es viele Menschen, die waren im Burnout, weil sie einfach sich überfordert haben. Für sie zählte nur die Leistung, das war dieses extrinsische Selbstwertgefühl. Ich bin nur wert, wenn ich etwas leiste. Und diese Menschen hatten dann Schwierigkeiten, sich krank schreiben zu lassen, weil sie sich dann nicht mehr wertvoll fühlten. Und weil sie auch ihrem, zum Teil ihrem Chef und den Kollegen das nicht zumuten wollten, dass die dann mehr arbeiten. Das war ganz bizarr. Ich musste sie manchmal richtig überreden dazu, sich krank schreiben zu lassen. Denn natürlich ist es auch für einen Arbeitgeber sehr viel sinnvoller, wenn der Angestellte nur ein, zwei Monate krank ist und dann wieder voll arbeitsfähig ist, als wenn er so tief ins Burnout rutscht, dass er vielleicht für ein oder zwei Jahre gar nicht mehr arbeitsfähig ist. Also das ist so tief verankert, dieses Gefühl, ich bin nur wertvoll, wenn ich benutzt werden kann. Das kann so weit gehen, dass man sogar sich anbietet, um emotional benutzt zu werden, um dadurch, weil man nur auf diese Art und Weise das Gefühl hat, eine Beziehung haben zu können, wenn der andere mich braucht. Und oft ist es dann so umgekehrt, dass man auch den anderen braucht. Das ist dann diese gegenseitige Abhängigkeit, die die Beziehungen bestimmt. Und da ist es dann, kann es wichtig sein, dass ihr immer mehr darauf achtet, wo habe ich selber noch dieses Muster? Einmal, dass ich der andere benutze zu meinem eigenen Vorteil, aber genauso auch, dass ich mich anbiete, mich benutzen zu lassen. Das ist so tief verwurzelt in uns, dass es manchmal geradezu wichtig ist, diesen inneren Widerstand zu überwinden. Und das, was uns dabei helfen kann, das zu überwinden, ist eben dieses Bewusstsein von dem eigenen inneren Wert, den wir dadurch haben, dass wir Teil der Natur sind, Teil dieses schöpferischen, größeren Ganzen. Und dieser Mut, da zu der eigenen Wahrnehmung, zu der eigenen Vernunft zu stehen, zu der eigenen Einsicht, das ist etwas, was ich euch auch empfehlen würde, dass ihr das richtig trainiert. Es ist so viel leichter, sich anzupassen an die Meinung der anderen, dann hat man die Illusion von Harmonie. Aber häufig ist es so, dass man dafür gar nicht geachtet wird, sondern eigentlich eher verachtet wird. Und diejenigen, die dazu stehen, zu ihrer eigenen Wahrnehmung, auch wenn sie anders ist als die der anderen, die werden manchmal bekämpft, die werden manchmal beschimpft, aber im Grunde werden sie auch mehr geachtet und sie können auch mehr bewirken als die anderen, die sich so überanpassen an die Meinung der anderen. Und dann denke ich, ist es wichtig, dass ihr wirklich auch erkennt, dieses Muster, dieses Schmarotzerhafte in eurer Umgebung, aber auch bei den Konzernen, bei den Politikern. Das ist ja leider sehr verbreitet und wird oft sehr geschickt verschleiert von den Betroffenen, die es perfekt verstehen, diesen eigenen Missbrauch der anderen so darzustellen, als würden sie den anderen noch etwas Gutes tun. Das ist ja auch in Familien sehr verbreitet, diese Tendenz, wir nennen das da so einen bösartigen Narzissmus, dass man andere Menschen benutzt und ihnen dann noch einredet, dass man nur ihr Bestes möchte. Das wirklich genau zu erkennen und dann auch den Mut zu haben, das so zu benennen als das, was es ist, nämlich als Schmarotzertum. Dass es bösartig ist und dass es verbrecherisch ist und dass als Unrecht zu bezeichnen, auch wenn es durch Gewohnheit seit Jahrhunderten sozusagen den Anschein eines Rechtes bekommen hat.
Ja, das sind die drei Aspekte. Einmal das Herz öffnen für das Schöne, für das Glück, für die Liebe, die es trotz allem immer noch gibt. Und dann dieses Glück und diese Liebe auch weiterschenken an andere. Dann diese innere Würde zu spüren. Ich denke, viele von euch haben auch in der Natur ähnliche Erfahrungen gemacht, aber haben das vielleicht gar nicht so weiter ernst genommen. Aber wenn ihr euch darauf besinnt, auf diese Augenblicke, dann könnt ihr vielleicht besser verstehen, was ich damit meine. Und also dieses Bewusstsein für diese innere Würde, das ist ein weiterer Punkt. Und dann die Erkenntnis dieses Schmarotzertums, diese Aspekte des Schmarotzertums, sowohl bei den Tätern als auch bei den Opfern. Denn auch hier ist es ja so, dass Täter und Opfer da auf eine sehr unheilvolle Art und Weise kooperieren und voneinander abhängig sind. Was würde ein Schmarotzer tun, wenn es niemanden mehr gibt, der sich ihm anbietet, ausgebeutet zu werden? Und umgekehrt, was könnte jemand, der nur Beziehungen nur kennt, als ausgebeutet werden? Was würde der anstellen, wenn es niemanden mehr gibt, der ihn ausbeutet? So diese gegenseitige Abhängigkeit, die da paradoxerweise entsteht und die wir aber erkennen können, und dann können wir sie durchbrechen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.